Die Braunschweiger konnten es gar nicht erwarten. Schon nach 7 Minuten Pause waren sie wieder da. Stuttmann und Co. wollen es jetzt wissen. Angriff auf Teufel komm raus, heißt die Devise. Alle rennen jetzt mit nach vorn. Čelíkovič, Grimm ist dabei, Siegert. Nochmal Fuchs und Daniel Graf. Daniel Graf. Häufig hilft ein abgefälschter Ball dem Stürmer. Diesmal aber profitiert Torwart Karl Linters davon. Der Schuss von Daniel Graf. Und kein Problem für den Keeper der Arminen. Die Eintracht bleibt für den Spielstand erstaunlich ruhig. Keine Hektik zu spüren. Paczynski machte ein gutes Spiel nach seiner Einwechslung. Kourou verlängert. Riesche. Und wieder Daniel Graf. Zum ersten. Zum zweiten. Und noch einmal Graf. Zum dritten. Er ist eindeutig der beste Mann bis jetzt auf dem Platz. Holt alles aus sich raus. Nur das zweite Tor will einfach nicht fallen. Bei den Fans noch immer die Aufstiegshoffnung am Kochen. Natürlich, warum auch nicht? Ecke danach für die Eintracht. Patrick Bick ebenfalls eingewechselt. In der Mitte Graf und Kourou. Der Ausgleich, 61. Spielminute. Die Eintracht lebt, na also. Kourou deutet es an, er hat's gemacht, sein 25. Saisontor. Aber da gucken wir noch mal genau hin. Graf geht mit dem Kopf an den Ball, das ist klar. Und ich denke, Kourou war nicht mehr dran mit dem Tor, mit dem Fuß am Tor. Macht aber auch nichts. Hauptsache, es steht 2:2. Hauptsache der Ausgleich. Die Geste von Michael Krüger, man könnte sie so interpretieren. Ein drittes Tor, das brauchen wir jetzt. Aber Torwart Stuttmann hat keine Ruhe. Freistoß Bielefeld. Jetzt endlich war seine Nervosität weg. Solche Szenen hätte Stuttmann ganz am Anfang gebraucht. Ein super Schuss und klasse gehalten vom 1,98 Meter Mann. Die anschließende Ecke. Bielefeld gab sich nicht geschlagen in dieser Partie. Machte immer weiter. Wieder Meier. Abgefangen. Paczynski dazwischen. Auf Lars Fuchs. Dann dieser Ball. 60 Meter. Genau auf die Brust von Čelíkovič. Allein vor Kalinters. Namin Čelíkovič hätte Braunschweig schon Richtung zweiter Liga schießen können. Bei diesem Angriff stimmt einfach alles. Extrem langer und genauer Ball auf Čelíkovič, der wartet lange. Aber es fehlen die paar Zentimeter zum Glück. Immer noch 2:2. Das Zittern geht weiter. Braunschweig macht weiter Volldampf. Grimm wieder mit vorn und Paczynski. Karl Linters steht der Führung erneut im Weg. Die Dramatik ist nicht mehr zu übertreffen. Großes Kompliment an dieser Stelle an die Bielefelder. Sie ließen sich zu keiner Phase des Spiels hängen. Hätten sie immer so gespielt in dieser Saison, wären sie mit Sicherheit nicht abgestiegen. 70 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Und das Bild der Tabelle hat sich wieder gewandelt. Erster zu diesem Zeitpunkt, der SC Paderborn mit 70 Zählern. Dahinter der VfB Lübeck mit 69. Die beiden also zu diesem Zeitpunkt aufgestiegen. Eintracht Braunschweig hat sich zumindest verbessert auf Platz 3. Und vierter weiterhin der VfL Osnabrück. Noch eine gute Viertelstunde zu spielen. 2:2 der Spielstand. Paczynski auf Graf. Graf gegen Meier. Graf fällt. Und was gibt's? Schiedsrichter Knut Kircher entscheidet auf Strafstoß. Die Vorfreude von Daniel Graf. Aber ist dieser Strafstoß auch berechtigt? Wir gucken genau hin. Daniel Graf gegen Meier. Und Meier geht eindeutig in die Beine von Daniel Graf. Keine Diskussion, Elfmeter berechtigt. FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher liegt völlig richtig. Braunschweig jetzt zwischen Hoffen und Bangen. Jürgen Riesche, der Erfahrenste, nimmt die Verantwortung auf sich.
Und er trifft. Endlich ist die Eintracht in Führung. Und er ist zunächst der glücklichste Mann auf dem Platz. Torwart Thorsten Stuckmann. Langsam beginnt die Feier in Braunschweig. Kapitän Rische zum 3:2. Aber noch ist eine knappe Viertelstunde zu spielen an der Hamburger Straße. Die Ordner interessierte das alles nicht. Sie bereiteten schon alles für die Feier vor am Rande. Und die Bielefelder kamen noch mal mit dem eingewechselten Abdelhak. Stuckmann sicher jetzt zu diesem Zeitpunkt, etwa nach 80 Minuten. Schöne Flugeinlage, das hätte er am Anfang gebraucht. Und da sind die Ordner, wie sie alles vorbereiten für die große Feier zum Schluss. Und genau das wollte Manager Loos nicht sehen. Er hatte allen eingeprägt, erst nach Spielschluss denken wir über den Aufstieg in die zweite Liga nach. Und die Bielefelder, die wollten die Saison nicht mit einer Niederlage beenden. Rumpt der Kapitän, der Mann mit der Maske. Auf Haag noch einmal. Was für ein Glück für Eintracht Braunschweig und ihren Keeper Thorsten Stuckmann. Akram Abdelhak hätte den Traum der Eintracht fast noch zerstört. Leicht abgefälscht der Schuss von Amedik. Und so viel Glück braucht man dann auch mal. Aber noch ist nicht Schluss. Noch einmal Freistoß Bielefeld. Paczynski und Lieberknecht klären. Und dann ist Schluss. Alle Dämme brechen, auch beim Trainer Michael Krüger. Die Umarmung mit dem Erfolgsmanager Loos. Und dann kommen die Fans auf den Platz. Nur einer will das nicht miterleben, Trainer Michael Krüger. Er sucht den Weg in die Kabine, will dieses Spektakel nicht mitmachen. Die Spieler können sich kaum wehren. Thorsten Jülich mitten in den Spieler, mitten in den Zuschauern. Und da kommen die Fans. Alle Tore werden geöffnet. Auch um Verletzungen vorzubeugen. Das ist der Abwehrchef, Marco Grimm. Tränen der Erleichterung. Und das ist das Traumbild des Tages aus Braunschweig. 25.000, knapp 25.000 auf dem Rasen. Die Mannschaft flüchtete aber dann erstmal in die Kabine. Und wir sind mitgegangen. Aufstieg, zweite Liga 2005 steht auf dem Trikot. Aber kurz nach Anpfiff war das ganz weit weg. Was war da los? Ich weiß es selber nicht. Ich wollte den Ball aufnehmen. Auf einmal war er ein Tor. Ich habe keine Ahnung. Den Blackout kann ich nicht beschreiben. Und ich glaube, ich hätte mich eingegraben, wenn wir wirklich nicht aufgestiegen wären. Ich bin so froh, dass die Mannschaft das Ding umgedreht hat. Und ganz großes Dank an die Mannschaft. Wie sieht es in Ihnen jetzt aus? Riesenfreude oder wie? Ja, ich bin im Moment überwältigt. Ich muss mit meinen Gefühlen kämpfen. Und das ist überragend. Also ich kann es noch nicht beschreiben. Vielleicht morgen oder übermorgen oder so. Glückwunsch Eintracht Braunschweig. Glückwunsch auch SC Paderborn. Das sind die beiden Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga.